Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier vom 15. Europäischen Kulturmarken Award in Potsdam. Wir begleiten die Kulturwerke Monheim und sind ganz gespannt. Ein Unternehmen der Stadt Monheim aus unserer Region. Die Monheimer Kulturwerke GmbH ist die noch junge, 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Monheim am Rhein, die als Motor für die Bereiche Kultur, Tourismus und Brauchtum in die Stadtentwicklung hineinwirkt. Gepaart mit den verbindlichen Zielen der Stadt fördern und verbinden die Kulturwerke lokale Strukturen, involvieren die Bürgerschaft in den Gestaltungsprozess und schlagen einen Bogen zwischen Alltags-, Sozio- und Hochkultur. Mit dem Umbau der historischen Fassabfüllhalle in das multifunktionale Mehrspartenhaus Kulturraffinerie K714 schaffen die Monheimer Kulturwerke für die diverse Stadtgesellschaft einen Identifikationsraum und eine Visitenkarte der Stadt mit Vorbildcharakter. Ich bin begeistert, dass wir überhaupt heute hier sind. Ein persönlicher Dank eigentlich an meinen Bürgermeister, der nicht nur ein toller Ideengeber ist und inspirierend ist, sondern eben das auch überhaupt ermöglicht, dass er die Türen so aufmacht, den Weg so mitgestaltet und bereitet, dass wir in dieser Form Stadtkultur überhaupt entwickeln können. Denn ich glaube, und insofern nehme ich den Preis auch stellvertretend natürlich für viele Menschen mit, nicht nur auch für das gesamte Team. Ich habe ein ganz tolles Team, sondern eben auch Stadtrat, die Bürgerschaft, die uns im Grunde dieses Vertrauen schenkt. Und aber eben auch der Bürgermeister, der... Winzige Nachfrage. Ja. Die Bürgerschaft, Bürgerinnen und Bürger, das ist ja ganz wichtig. Aktivierung und Integration städtischer Milieus ist eine Kategorie in der Preisvergabe. Wie haben Sie es gemacht? Ganz kurze Frage. Naja, wir involvieren die Bürger dahingehend, dass wir über eine Online-Plattform, über die Bürgerschaftsbeteiligung ganz gezielt zu sehr unterschiedlichen Themen auch in der Stadtentwicklung ansprechen und sehr ernst, sage ich mal, auch die Ideen, die Anregungen, die Aussagen dort nehmen. Und das wird sehr, sage ich mal, qualitativ dann auch ausgewertet und fließt direkt auch in die Prozesse mit ein. Also auch ein Preis für die vielfältige Bürgerschaft in Monheim. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, jetzt habe ich hier einen Nominierten und wohl auch Gewinner, den Herrn Witkowski von den Monheimer Kulturwerken. Witkowski, das ist ja was Besonderes, ein europäischer Award für die Stadt Monheim. Können Sie stolz sein, oder? Ja, also ganz besonders in diesem Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr ist ja, das ist ja alles auf den Kopf gedreht, dass überhaupt dieser Preis vergeben wird dieses Jahr, dass überhaupt die Veranstaltung so unter den Corona-Bedingungen stattfinden kann, das ist schon was ganz Besonderes. Und ja, die Nominierung hat uns schon sehr gefreut, weil auch das Anerkennung im Grunde ist der bisherigen Arbeit. In Monheim ist ja auch wirklich viel passiert und es passiert noch mehr. Also Umbau, Kultur, Raffinerie, was erwartet uns dort? Was wird jetzt in den nächsten Jahren passieren? Also wir haben halt den Umbau der Kulturraffinerie K714 zu verantworten, also sprich die alte Fassabfüllhalle wird zu einem Mehrspartenhaus und auch zu einem Identifikationsort direkt am Rhein entwickelt. Und wir sind auch Bauherr des Projekts und späterer Betreiber und die Stadt selbst investiert viel Geld, viel Zeit, viel Ideen in den Umbau des Ufers, weil Monheim am Rhein, wie der Name schon sagt, am Rhein, hat bisher überhaupt noch keine richtig ausgestaltete Rheinpromenade. Und so muss man am Rhein das schon mal so als Gesamtkonzept verstehen. Und natürlich auch die Innenstadt wird entwickelt, die anderen Kulturgebäude, die es gibt. Also das ist eigentlich, es ist richtig viel los im Moment. Das heißt, es wird im Prinzip eine Begegnungsstätte und wahrscheinlich auch eine Visitenkarte der Stadt, ne? Ich gehe davon aus, solche Gebäude sind ja generell oft eben der Ort der Gesellschaft, der Bürgerschaft, wo man sich austauscht, aber eben auch die Visitenkarte einer Stadt. Und ich freue mich riesig, dass wir das gemeinsam mit der Stadt und einem sehr, auch innovativ und aber auch eben sehr zuverlässig arbeitenden Bürgermeister umsetzen können, weil ohne den Bürgermeister, ohne den Stadtrat, auch die Bürgerschaft, auch das Vertrauen der Bürgerschaft in uns, wäre das sicherlich alles nicht möglich.
Was hat dazu geführt, dass Sie sich hier beworben haben und hier tätig geworden sind? Naja, wir wollen natürlich auch uns messen mit den sehr hochkarätigen Bewerbern. Wenn man auch die Historie der Preisverleihung sieht, es sind sehr besondere Preisträger dabei und ich glaube, das ist ja, um so selber mal zu schauen, wo befinden wir uns, wie wird das wahrgenommen, weil man sonst natürlich in seiner eigenen Blase ein wenig ist und vielleicht das von außen ganz anders betrachtet. Ich finde es einfach auch schön, dass die Regionen sich hier präsentieren können und zwar bunt. Also mal über den Tellerrand hinausschauend, mal schauen, wie sieht es wirklich in den anderen Ländern aus. Ich glaube, der Bürgermeister Palermos wird geehrt. Und ähnliches. Das heißt, man lernt auch mal die Regionen Europas kennen. Und Monheim hat ja auch dort dann die Möglichkeit, sich mal im Ausland zu präsentieren. Ja, das und auch das Netzwerk. Also man darf ja nicht verkennen, dass eben solche Veranstaltungen auch ein Netzwerktreffen sind. Und auch wenn das jetzt vielleicht mehr auf den Online-Plattformen stattfindet, aber das macht das Netzwerk ja nicht unbedingt kleiner oder geringer. Also wir finden das großartig, wenn sich erstens Menschen kulturell engagieren, zweitens, wenn Städte auch noch so einen Fokus auf die Kultur, auf die Kulturschaffenden setzen und dann dort umstrukturieren und dann vor allen Dingen auch noch Geld investieren in der heutigen Zeit genau in diese Bereiche. Also das machen Sie schon gut. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ja, schönen Abend. Danke. Ja, ich stehe hier mit der Frau Spinnen, die die Laudatio auch für die Monheimer Kulturwerke gehalten hat. Und Sie waren und sind begeistert von dem, was dort geschaffen wurde in dieser Stadt am Rhein, oder? Ja, absolut, absolut. Ich finde, dass das, das habe ich in der Laudatio ja auch gesagt, das ist wirklich ein Beispiel für andere Städte. Und ich glaube, dass Monheim das vielleicht auch wegen seiner Größe, aber natürlich, weil es eben diesen Bürgermeister gibt, weil es also die ganze Stadt trägt, etwas tut, was andere Städte auch tun sollten. Und man kann da eigentlich mal hingucken und kann sich angucken, was passiert, wenn man Kultur wirklich als Faktor für Stadtentwicklung ernst nimmt, was das auslöst, was das verändert und was das besser macht. Ja, man schafft da Begegnungsstätten. Ne? Ich habe mir die Planung angeschaut, der Umbau beginnt ja jetzt dort am Rhein und das, was dort geschaffen wird, ist ja im Prinzip auch nicht nur eine örtliche, sondern auch im Prinzip eine nationale Begegnungsstätte, wo man eben auch viel für Kunst und Kultur machen kann, ne? Also es ist so, dass der Bürgermeister und der Stadtrat von Monheim natürlich begleitend offenbar die Entscheidung getroffen hat, diese Stadt mit Kultur und über Kultur zu definieren und weiterzuentwickeln. Und das ist was anderes, als einfach ein großes Kulturgebäude hinzubauen. Das bedeutet eben, etwas zu machen, zu dem man langfristig steht. Das bedeutet, die Leute mitzunehmen, das zu verwurzeln. Das bedeutet auch, darüber Wirtschaft zu entwickeln, darüber Infrastruktur zu entwickeln. Und das ist mehr als einfach eine punktuelle Kulturinvestition. Und das ist das Besondere an Monheim, das auch über Jahre zu entwickeln, für eigentlich alle Zielgruppen, auch nicht nur für ein Konzertpublikum oder ein Kunstpublikum. Und das ist eine große Kunst. Und davon, glaube ich, können sich viele, eigentlich alle Städte eine Schnitte abschneiden. Mir hat heute Abend imponiert die Internationalität. Es ist ja recht selten, dass mal ein Austausch über die Landesgrenzen hinaus stattfindet. Dass man mal ein bisschen was über Palermo lernt, dass man was über Oslo lernt, dass man sich anschaut, was hier und da passiert. Also das ist ein sehr hoher Anspruch, das muss man auch sagen. Also die Jury braucht ja auch eine Kenntnis dann der Situation auch in Europa. Das ist ein extrem hoher Anspruch, das ist sehr ambitioniert. Und ich meine, das ist in diesem Jahr schon sehr viel mehr als im letzten und es wird im nächsten Jahr mehr sein als in diesem. Also das wächst und das finde ich auch richtig. Also das müssen wir befördern, weil wir nicht nur nach Deutschland gucken können und weil wir auch von den Nachbarn lernen und umgekehrt auch. Meine Damen und Herren, wir fördern die Kultur, das wollen wir. Und insbesondere auch die europäische, weil das ist das, was es zu definieren gilt. Und das, was ungleich ist, ist vielleicht nur ein Stück weit anders. Und wenn man es dann kennenlernt, dann lernt man es auch schätzen. Ja, ich denke, das ist genau der Fall, dass wir das einfach in Beispielen näher bringen. Damit kann man nie alles abdecken. Aber man kann Bekanntschaft machen und Nachbarschaft
fühlen und man kann sehen, dass wir alle an denselben Fragen arbeiten. Und das ist eigentlich das Wichtigste für eine gute Beziehung. Danke. Also ich finde es auch wunderbar, dass wir mehr über Europa erfahren, über die Kultur der anderen Länder etc. Das kommt ja viel zu kurz. Es wird viel zu wenig gezeigt und im Prinzip ist es ja das, was Europa ausmacht. Das lässt sich ja darüber definieren. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was Sie fördern wollen, oder? Ja, also meine Europa wird natürlich durch seine sehr unterschiedlichen Werte zusammengehalten und das macht Europa aus. Von den Sex Pistols über Shakespeare, von Aristoteles bis ABBA. Es sind diese widersprüchlichen Werte, die dazu führen, dass wir wirklich von einem toleranten Europa sprechen können, was eigentlich keine Grenzen braucht. Und die Kulturanbieter in Europa und damit auch die Kulturmarken sind echte Brückenbauer. Und das war uns wichtig von Anfang an, sozusagen diese exzellente Kommunikationsarbeit, aber auch die exzellente Managementarbeit derjenigen auszuzeichnen, die dahinter stehen und die Rahmenbedingungen sichern.